Wirklich? Doch. Achso, ja, die schnellste Runde hast du, ja. Weil ich ja definitiv einen Fehler in der zweiten Runde habe danach eigentlich auf langsam gemacht, also auf sicher gemacht. Ich weiß nicht, wo ich meine Hupe gerade habe. Das könnte auch eine Kameraeinstellung sein. Also, Tja, risk it. Mach's lieber nicht, ne? Nein. Ich habe letztes Mal auch ein paar Mal Handbremse gedrückt, statt zu hupen. Zu das Kirsche? Jupp. Ah, der Motor ist derselbe. Tut mir leid. Irgendwann klemmt dein Reset-Knopf oder du hupst es aus Versehen. Ach, deine Landung war wieder wundervoll. Butterweich. Dafür war die Kurve alles andere als weich. Nee, also im ersten Rennen besser. Oh no! Was für ein... Ah, geht nicht gecrashed. Wenn du wieder auslang fahren würdest, würde mir das helfen. Und ich drei Runden. Knapp. Oh, Bishop war ja, gar nicht geguckt, aber der war auch dann schön dran. Ja, mal gucken, was der in der zweiten Runde hatte. Du hast gewonnen! Ja, der war der Schnellste. Es liegt nur an der Abkürzung. Die hat er gut gemacht. Mehr nicht. Ah, der war eine Sekunde schneller als du. Ja, letztes Mal war ich ähnlich, glaube. Hat aber eine scheiß Topspeed. Nee, die beste Topspeed. Die beste Topspeed auch noch.
Ja, ich denke mal, das ist abwärts gewesen. Wo immer das ist. Entschuldige. Ja, geht ziemlich viel bergauf, die ganzen Kurven. Was haben wir denn hier? Wine Country leider vorwärts. Warum nicht? Ich habe noch eine Gurke. Das wollte ich nur erwähnt haben. Wie Gurke? Ach, Gurken sind scheiße. Außer Gewürzgurken, diese eingelegten Dinger. Die sind gut. Nein, ohne alles. Einfach nur so rohe, grüne Gurken sind scheiße. Wenn ich die irgendwo in einem Salat finde, esse ich die immer zuerst und dann versuche ich, über diesen ekligen Geschmack wieder loszuwerden. Ich meine, ich könnte sie auch gar nicht essen, aber es fällt mir nur so schwer. Boah, und da gibt's Leute, die machen Kartoffelsalat mit Gurken. Alter, wie, das ist ein Kriegsverbrechen. Das ist deine letzte Runde. Ich muss wieder Vertrauen aufbauen. Boah, aber die erste Runde war echt krass. Wir sind da einfach zu dritt in ungefähr gleichem Abstand über die Strecke gefahren. Und das war keine Kaffeefahrt. Nee. Ich bin für 3 Runden. Und einmal Strecke wechseln immer. Wirklich?
Ja, schau mal. Stell dir vor, du hast eine dominante Strecke, wo du gut bist und dann gibst du wenigstens immerhin schnelle Wechsel, weißt du? Ja, jetzt nicht. Ich bin nicht extrem dominant hier, aber ich mag zum Beispiel Tropical Sunset nicht, als Beispiel. Also so ein Ding. Also, ja, dann sollten wir das fünfmal haben. Naja, war ja schon mal und sowas. Die Dinger da. Nö, normalerweise ist ja beim City, wo er hängen bleibt, aus irgendwelchen Gründen. Oder beim City ist auch so ein Ding. Stufe 4 ist beigetreten. Ja, jetzt habe ich mich etwas zu spät eingelegt. Eieieiei, ich hab Schild erwischt. Das hat mich falsch zerrissen. Schön, ne? Fette Fehler am Ende gemacht. Netterweise ist Bishop hier weg und der Absturzhügel reicht zum Glück noch. Also ja, es ist fette Fehler, aber in Anbetracht, dass es hier gerade die ganze Zeit nur um Kleinigkeiten geht, relativ dazu waren es fette Fehler. Der Sieger. Schon wieder kein Punkt für schnellste Runde. Ach hey. Ach, die 2/10 gegen meine fetten Fehler. Na, ist es nicht wert.
Wunderbar. Jetzt wahrscheinlich für 10 Runden stuck auf Palm City. Ist es überhaupt Palm City? Jop. Naja. Weißt du was? Ich lade so schnell, wähle das Auto so schnell aus, dass du nicht mit deiner Farbe da hinterher kommst. Wieso? 30 Farbe. Sekunden um. Ja, ich hätte schon viel früher wählen können. Hab's ja nicht eilig. Dann fahr wenigstens manuell, um dich richtig zu quälen. Was? Azuka McLaren? What the fuck? Nein, wenn's einfacher ist. Vielleicht hat's ja jetzt Dings oder Lenkrad. Dann ist es definitiv einfacher. Ja, also sie hat ein Lenkrad, das gleiche Lenkrad wie ich. Aber wieso ist das einfacher? Richtig aus, dann muss ich gegenlenken. Die Kiste. Ja, dafür musst du halt dauernd vom Gas gehen, weil du da steuert, die Sau. Also zum Beispiel gerade Wine Country, ich finde das mit dem LM deutlich schwieriger. Da sind halt viele Kurven, die du Vollgas einfahren kannst, aber das Fenster, wo du anfangen musst, auf einmal voll einzulenken, das ist viel kleiner als beim CLK, das musst du viel genauer treffen. Beim CLK kannst du immer so ein bisschen nachlenken, der lenkt einfach ganz gut. Sehr gut, alle resettet, hervorragend. Drei Idioten, alle der gleichen Meinung. Oh Mann. Eigentlich nur 4, war nicht Skyfire gerade dazu gekommen? Ja, fährt nicht mit. Dies ist die letzte Runde. Scheiße.
Lass doch mal Bischof gewinnen. Jetzt habe ich es gerade geschafft, ihn einen Fehler zu hetzen. Jetzt würde ich es auch gerne ernten. Ich finde sowieso krass, dass der mit dem LM hier so schnell ist. Weil das ist jetzt wirklich keine LM-Strecke, meiner Meinung nach. Mein Country okay, warum nicht? Aber hier, ich verstehe es nicht. Wie macht er das bloß? Jatka. Du hast das Rennen gewonnen. Erst das zweite Mal Palm City, noch ist alles normal. Diesmal wählt Asuka kein Auto. Dafür ist Sky dabei. Boah, wie kann denn der am Start so an mir vorbeiziehen? Echter. Ich muss hier hochüben. Ich bin jetzt halt zum Schlafen gehen, ne? Ich muss auch mal außen lang. Also mein bisheriger Eindruck ist, also in der anderen Richtung bringt es irgendwie gar nichts. Aber in dieser Richtung kann man es machen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass du was gewinnst. Aber du verlierst auch nicht wirklich was, wenn du es Vollgas triffst. Und das ist sicherer als bei den Palmen. Ist so mein Eindruck. Was übrigens genau der Punkt war, wo Bishop in der vorherigen Runde komisch, also den ersten kleinen Crash hatte. Am Ausgang der Palmen halt eben. Ohahaha.
wird das denn? Was sagt denn so die Welt? Ah, scheiß auf die Menschheit. Was? Wie? Warum sollte sie sowas sagen? Hm. Ich glaub, ja, kommt wieder, oder? Hat er den Sieg weggeschenkt? Hat er schon den Sieg verschenkt? Bin ich jetzt Erster oder was? Oh, wer ist jetzt Erster? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ist was los? Bin ich jetzt Erster? Wir werden es gleich sehen. Gleich momentan Punkte steht gleich natürlich Zweiter, weil Bishop rausgegangen ist. Keine Ahnung. Glückwunsch, du bist Zweiter. You won. Ich hab you won. Bei mir steht you won. Der Mann hat gesagt, ich habe gewonnen. Oh. Unfair. Das gibt's doch nicht. Ich hab gewonnen. Das kannst du öfter machen. Meteor sagt, er joint, wenn wir noch fahren sollten. Natürlich fahren wir noch. Aber ich will nicht altappen. Kann ihm irgendjemand mal bitte klar antworten? Was haben wir jetzt? Das haben wir große Packe zurückgeschwickelt. Ich versuch's mal kurz. Das ist schön, du verlierst. Ein Alt-Enter geschafft. Zurück. Noch ein Alt-Enter. Ah, nicht. Oh, nochmal geflackert, aber nicht abgestürzt. Sehr gut. Ist es rückwärts? Ja. Oh. Ich wollte gerade. Aber gespiegelt, Mirror. Ich wollte gerade den LM auswählen, als Bishop sagte, nichts, dass er glaubt, es ist ein CLK-Track. Ach, das ist mir die Hörer schon. Hätte gar nicht antworten müssen. Was mach ich denn da? Hab Baum erwischt. Toll.
Wann erwischt ich da mal einen Baum? Ein Baum ist selten. Ich meine, drehen beim Wallride, klar, aber. Die letzte Runde. Mann, ey. Oh Mann, die Stadt macht einen Fehler und ich mache einen größeren. Genauso muss das laufen. Das war die Hemsnauer Gewinn heute hier. Fuck. Geht nicht klar, ey. Jetzt bin ich auf nochmal, bitte weg, also aus dem Server runter. Hm? Nein. Oh. Außerdem wirst du ja nicht mal Zweiter. Ah, doch, okay. Ich dachte, ich reiß jetzt nach außen. Wer ist ein Wo? Was ist ein Wo? Keine Ahnung. Nur eine 16, Freude, Alter. Oder ein Geist. Wie ärgerlich. Du bist Dritter. Guck mal, 301. Ja? Nee, doch. Hä? Was? Ah, nix. 321 maximal, was hat Bischof gemacht auf der Geraden? Ja, das ist ja das Problem. Obwohl, naja, stimmt, ist eigentlich ziemlich langsam. Ja, muss auch vorher schlecht rausgekommen sein. Das Problem ist ja eher, dass man nicht weiß, ob man runterschalten kann dann. Aber wir haben auch nicht gerade 331. Nein, da kriegst du keinen 331 drin. Ja, dann streng dich mal an. Nee, das schaffe ich nicht. Ja, dann streng dich an. Hab ich schon. Streng dich an, hat gesagt, schaffe ich nicht. 31 das Limit, also fahr's halt eben auch. Oh, Sky hat auf. Was ist das? Schwarz gewechselt? Ah. Hä? Ist denn der. Nee. Ah, ne, da ist einer. Nee, Alter. Und hier noch schöner Drift. Mann, ey. Gespiegelt, war typisch.
eine schöne Runde werden können. Wenn wir auf Vorsicht machen wollen, aber voll den Wolbert gescheppert und gekippt. Also, komplett meine Schuld. Boah, 7 Leute, nicht schlecht, nicht schlecht. Glückwunsch, du bist Dritter. Was ist jetzt? Uiuiui. Rückwärts! Uiuiui, schon wieder. Weniger Spiegelung. Warum nicht? Wer bleibt stehen? Azuka. Also am Start ist der LM einfach schneller. In der ersten Runde. Das ist die letzte Runde. Na, das sah aber sehr knapp aus zwischendurch. Ja, ich hab Dings verhauen, kurz vor der Abkürzung. Hätte schon gedacht, da wäre ich richtig abgeflogen, aber irgendwie keine Quali. Gut war es nicht auf alle Fälle. Du bist Dritter. Ich dachte echt, Top Speed wäre höher.
Hat er sich so gut angehört? Immerhin 1 km/h, schon mal 28 habe ich geschafft. Ja, bei 28. Nein, 31 ist mit der Kiste nicht möglich. Ich musste nur so ein Ticken besser aus der letzten Kurve rauskommen. Ja klar ist 31 möglich, das ist der Begrenzer von dem. Ja, aber doch nicht. Naja. Da musst du nur ein Ticken besser aus der letzten Kurve rauskommen, dann wirst du ja wohl den Begrenzer schaffen müssen. 3 km/h dran. Nee. Wenn ich nicht lenke, wahrscheinlich dann. Genau, ja, du kannst einfach ein bisschen später einlenken, dann schaffst du es auf jeden Fall, aber das kostet natürlich mehr Zeit, als es bringt. Aber ey, beim Start, der zieht an mir vorbei, als gäbe es keinen Morgen. Der M ist einfach. Der hat schon so viele CLKs hinter sich gelassen. Oh. Das ist unglaublich. Da. Einfach so gedreht. Aber nichts. Da ist halt rutschig. Da war kein Teer. Vielleicht sollte ich hier wieder LM fahren, ich weiß es nicht. Peak-Geschwindigkeit ist vielleicht der CLK höher, aber ich krieg's irgendwie häufig nicht hin. Und was du halt am Anfang alles verlierst, musst du auch alles mal wieder aufholen. In der ersten Runde, meine ich. Ja, 3 Runden, nein, das war echt besser. Nö, hat damit ja nichts zu tun. Hast ja die freie Wahl des Autos, kannst ja nehmen, welche du willst. Wenn er eben auf einer Runde oder vielleicht sogar auf 2 Runden der CLK nicht so gut ist, ja, dann nimmt halt nicht. Oh nein! Muss halt, wer dreht sich denn da jetzt noch? Achso, da ist das. Was? Frage, das sind Meteor. Ah, Meteor offenbar. Ja, der war eigentlich vor mir. Also der war Dritter, glaube ich. Oder? Sukas zwei? Ja, genau. Bischof war Sukas vorne weg und Meteor war dahinter. Dann bin ich am Meteor vorbei und dann bin ich gecrashed. Definitiv LM. Oder F50. Einer der beiden. Ja, ja.
Jetzt hier auch guck, mal ein bisschen drin. Passen wir uns an, haben die anderen keine Chance mehr. Fahren wir LM? Wir sollten wir doch Strecke mal rückwärts LM probieren. Wer weiß. Nein. Glückwunsch, du bist Zweiter. Wir sind die Hochburg für CLK. Nee, ich glaube, nächstes Mal mache ich LM bei Coastal. Wird wahrscheinlich Chaos, weil Ewigkeit nicht mehr. Obwohl, nee, ist ja wie bei Scenic. Muss man nicht üben. So dasselbe. Okay. Ich musste überlegen, ob ich Gas wegnehmen musste. Aber na. Ja, ist für mich nicht bremsen einfach. Sollen jetzt. Einfach immer bremsen. Jetzt fährt Meteor ein CLK, war der nicht vorhin auf dem LM unterwegs? Auf Coastal? Sogar noch an mir vorbeigekommen. Gibt's ja nicht. Typisch Frauen. Können es nicht ertragen, dass sie verlieren. Hast wahrscheinlich Salz oder sowas im Tank gehabt. Zucker. Zucker heißt das. Ja, ah, Zucker. Sag ich doch. Ganz klar im Namen zu hören. Ja. Boah, wie ist eigentlich so warm hier drin, ne? Liegt das daran, dass es warm ist? Ist es warm draußen? Leider gebe ich meinen Außenthermometer nicht oder mein Innenthermometer empfängt es zumindest was nicht. Was mache ich denn da? Ah, es sind fast 26 Grad innen drin. Fenster ist offen. Dann machen wir LM, was soll's. Gerade gefahren, fahren wir noch weiter. Ja, ich habe angenehme 20 Grad. Ich will keine 26 Grad. Du lebst mitten in der Stadt. Die Stadt ist immer wärmer. Ich wüsste echt gar nicht, warum es draußen ist. Leider hat die Anzeige dort keinen Bock. Thank you.
fällt mir ein. Ja, weather.com sagt, es sind 16 Grad draußen. Habe ich nämlich praktischerweise auch auf dem Stream Deck. Ja, da fehlt eindeutig Erfahrung. Die letzte Runde. Bildschirm friert die ganze Zeit ein. Okay. Ah. Fast, Mist. Ein großer Mist. Ja, kann das gut, der fällt durch die Bäume durch, was weiß ich, der hat wahrscheinlich, keine Ahnung, Winter, laubfrei, weiß es nicht. Jetzt habe ich Juckreiz. Und, scheiß Socken.
zweite Sprung abgehoben. Jo, oh, okay. Hä, du hast eine Lärm oder nicht? Ja. Das ist eher ungewöhnlich. Ja, aber ich glaube, er hat gemerkt, dass ich CNC-Fahrer bin. Gewohnheit macht erfinderisch. Oh. Ach, nein! Fuck! Yippie-yay! Boah. Wie habe ich denn nach so vielen Crashes diesen Sieg geerbt? Alter, wir waren super. Alle scheiße. Mann. Ich war nur minimal weniger scheiße als alle. Mann. Das gibt's ja nicht. Alter, ich habe so viele Crashes gehabt. Das müssen wir dir noch nachher unter der Nase binden. Du hast gewonnen! Auf einmal flogen aber auch alle ab vor mir. Tja, da beschwere ich mich nicht. Ah, schon wieder was. Das ist die Point-to-Point, ja. Oh, was ist denn das? LM oder CLK? Eindeutig CLK. Okay. Also für mich zumindest. Ich überlege eher, ist das nicht die, wo man vielleicht auch manuell fahren kann? Am Start weiß ich nicht. Verlierst du viel? Die... Nee. Ja. Nee. Nee, du fährst doch noch durch die Küste durch. Und nee, genau. Das lassen wir mal schön bleiben. Ja. Ich fehl ab. Eine ziemlich hohe Nase hast du da. Ja, so macht die Strecke keinen Spaß. Das ist doch irgendwie.
blöd. Blöd, blöd, blöd. Schade, dass man noch keine Punkte für glatte Zeiten bekommt. Du bist Dritter. Ich bin knapp an der glatten Zeit vorbei. Okay, Tag ist beendet. Ich bin mit 7 zu 5. Die Wochenende werden immer schwieriger. Artet richtig in Arbeit aus. Ja, es sollte generell weniger Wochenenden geben. Wir haben nicht mal so viel Wochenende vor uns. Das Essen, mal gucken, was passiert. Hm? Halt ein bisschen abgebissen. Ein bisschen von irgendwas Essbarem. Ach Gott, nicht so wieder diese Gurke. Mach die Gurke weg. Ja. Wenn ich den Namen lesen könnte, jetzt diese Waffelgebäck, weißt du? Solange es keine Gurke ist, alles in Ordnung. Glückwunsch, du bist Dritter. Huch, habe ich etwa gewonnen? Ach! Nein, 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 nein. Das bildest du dir ein. Hm.
Na huch, was haben wir denn hier? Alpentrail. Warte mal, Alpentrail war auch Punkte-Punkt, oder? Quatsch. Nee, war das rund? Ach, du musst Quatsch. Mir helfen jetzt. Boah, verlass sofort den Server und übers mal die Strecken. Nee, warte, ist das hier? Automatik oder Dings? Das ist manuell. Okay, so war das, ne? Super. Ganz vergessen. F50 manuell. Huch, Sky auch weg. Doch richtig rum, Idiot. Oh Mann, bin ich dumm. Ich glaube, in der Richtung kann man es auch problemlos Automatik fahren. Ja, definitiv Automatik. Das ist deine letzte Runde. Dinger hier rein. Scheiße, Alter. Ich wusste, welche Kurve das ist, aber nein, ich tapp's total. Nein. Ganz seltsam. Hab so schnell gedacht, wo bleibst du? Ach, da kommt zu spät. Schon längst gegengelenkt. Haben wir noch gerade eine Gritze zusammen?
Glückwunsch, du bist Dritter. Ja, ich glaube, ich höre auch bald auf. Ich glaube, die beiden vorher es noch und dann war es das. Ich muss ja auch unbedingt den Crash von Bishop nachmachen. Wer von euch beiden wird Zweiter? Knapp ich, aber ich habe hier gut dran gekämpft. Komm, du musst nur einmal gewinnen. Ah, nee, zweimal. Nee, das wird nicht passieren.
Naja. LOL, LOL! Boah, kann nicht wahr sein, Alter. Hat der Bischof auch gecrashed? Ja! Das kann nicht wahr sein. Wasted. Das ist ja nicht zu fassen. Dann mach ich es auch bei, weil so viel Pech kann ich nicht mehr ertragen. Was kommt da noch? Ugh.